Willkommen zurück zu Anno 1800. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir ja, ich glaube, noch eine Insel eingenommen, ne? Und haben ja angefangen, eine neue Stadt wieder zu gründen. Was wahrscheinlich jetzt öfters vorkommen wird in den nächsten Parts. Weil wir ja so viele Inseln übrig haben, werden wir die natürlich dafür nutzen, um die Einwohnerzahl nach oben zu kurbeln. Ja. Und da ist sie. Die neue Stadt, die wir im letzten Part gegründet haben. ...82 machen wir hier Minus. Okay. Können wir hier noch ein paar aufsteigen lassen, ne? So. Dann bauen wir hier mal ein bisschen weiter. So. Oh shit. Ich war... baut. So und so. Machen wir das hier nochmal raus. Ich muss überhaupt mal gucken hier, was wir eigentlich jetzt alles so gemacht haben. Bin ein bisschen überfordert langsam von den ganzen Inseln. Ist man jetzt so ein bisschen überfordert. Ah, uns fehlt diese blöde Kohle, ne? Können natürlich von einer anderen Karte welche rüberschiffen. Das Problem ist nur, die brauchen immer so lange, bis sie da sind. Oh, guck mal. Ja. Und hier hatten wir ja auch Probleme, weil wir nicht genug Kohle haben, ne? Ich verstehe das auch nicht so ganz, warum das hier immer wieder... Die Kohle ist doch total voll. Warum? Ach, so bloß, die haben keine Kantine, haben sie gar nicht. Kein Wunder, dass sie dann immer. Das habe ich wohl im letzten Part wohl irgendwie total vergessen. Ja. Super, ne? Haben noch Glück gehabt, dass wir da noch ein bisschen Holz hatten. Ich meine, gut, wir könnten jetzt hier auch eben. Oder geht das nicht? Ich meine aber schon, ne? Das hier ist kein geeigneter Lebensraum. Stimmt, ja, es geht hier nicht. Ist natürlich blöd. Können wir ja vielleicht das Schiff, den Luftschiff nehmen? Ist hier noch Holz? Ja, hier ist mehr als genug Holz. Dann nehmen wir von hier was mit. Richtig geil aus, ne? Hier so. Oh. Nur gleich drei. Mal mit. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man extra dafür so ein Konto bauen muss. Ne? Statt dass sie hier das einfach abholen können, dass man da so ein extra Gebäude für hat. Oh, das sieht gar nicht so weit weg aus, ne? Naja, dann bauen wir jetzt diese Häuser gleich wieder auf, sobald das Luftschiff da ist. Wir können natürlich auch ein bisschen vorspulen, ne? Oh, das war aber schnell. Ah, jetzt habe ich das. Die vielleicht auch noch. Oh. Mehr geht nicht, okay. Irgendwie habe ich das ein bisschen blöd da gebaut, ne? Einwohner sind unzufrieden.
Bestimmt wegen dem hier, ne? Wir müssen davon noch ein zweites haben. So, dann machen wir da jetzt erstmal den Weg durch. Da auch noch. Hier können wir vielleicht auch noch welche hinsetzen. Müsste ja eigentlich Sachen haben. Ach, da ist schon ein Wagen auf dem Weg. Okay, da müssten sie jetzt auch die Wärme haben. Ja. Okay. Jetzt stürzen sie wenigstens nicht mehr ein. Dämlich, ich war im letzten Part, habe ich das voll vergessen. Und ich wundere mich, warum die immer wieder zusammenkrachen. Meine Erwartungen waren von Anfang an gering. Es tut mir voll leid, dass die so ein bisschen einstecken müssen, weil wir ja nicht. Ich habe immer Angst, dass wir angegriffen werden. Deswegen ich ja auch wieder so viele Schiffe baue. Aber mehr kann ich auch nicht bauen. Aber ich glaube, die reichen schon für diese Insel, um sie zu zerstören. Weil ich halt, mein Plan war ja von Anfang an, ne, dass wir die Pinke loswerden. Der hat ja auch nicht mehr so viel. Ich glaube, hier haben. War das hier? Nö. Die hat ja hier die ganzen Rechte, ne? Also hier haben wir eine Insel besiedelt, hier gar nicht. Und hier natürlich, das weiß ich noch. Oh, die haben nicht genug Fisch. Schiff unter Beschuss. So. Schade, dass das nicht genau reinpasst. So. 3 Stück müssen eigentlich reichen. Oh, die haben auch nicht genug Schnaps. Wie sieht es denn hier aus mit den Kartoffeln? Oh, Kartoffeln haben wir mehr als genug. So, mal gucken, ob das reicht. Wir haben schon wieder so viel Minus. Geht mir richtig auf die Nerven immer, dieses Auf und Ab. Was ist alles voll, ne? Was die? Da ist doch gar nichts. Ich verstehe das manchmal nicht. Ist das vielleicht doch eine andere Insel? Also die Insel macht Plus, weil immer so ein Auf und Ab. Schiff unter Beschuss. Mir eindeutig zu wenig Plus auf dieser Insel. Was für ein Schiff denn? Hier, ne? Na, da sind immer die Fische, die da dran ver. Fische, ey. Oh! Schiffe meine ich. Die da immer dran vorbeifahren. Ist vielleicht hier irgendwo? Guck mal, die macht Insel macht Minus. Das gefällt mir nicht. Wir können noch mehr tun. Schiff unter Beschuss. Guck mal, da sind 9 Schiffe. Das
du irgendwie Probleme oder so? Dass das nicht so richtig funktioniert. Wo hatten wir die nochmal? Ich glaube, Capture-Lawn, hier hatten wir die anderen, ne? Guck, hier haben wir immer so. Was meinst du? Ja, mach das ruhig. Meine Berater brauche ich bei so einem Schnäppchen nicht zu fragen. Ach, das ist bestimmt wegen dem scheiß Kaffee, ne? Das ist immer das. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Müssen euch mehr Häuser. Noch mal drüber schauen. So. Mich nervt das total, dieses hin und her mit den Minus. Ich will sie nicht bestrafen. Ich verstehe das nicht. Mir keine andere Wahl. Spielstand gespeichert. Jetzt kaufen wir alle wieder zurück. Ja, okay, obwohl das war jetzt eigentlich dumm, ne, das Geld dafür auszugeben, wenn da eh keine Stadt drauf ist. Aber leider keine Ziegelsteine drauf. Müssen sie erstmal mit Feldweg glücklich werden. So. Hier stellen wir auch zu viel her. Können wir zumachen. Machen wir über 2000 plus. Sehen sich doch eh nur die Bilder an. 47? Das war wenig, ne? Ah, fehlt denen irgendwie was? Stimmt, Fisch war ja leer, ne? Aber das ist jetzt wieder voll, aber das ist immer noch so wenig. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und sonst haben sie eigentlich alles. Einfach mal im großen Stil. Ganz viele aufsteigen lassen. So, und hier machen wir dann wieder weiter. So. Dann haben wir hier nämlich auch wieder ein paar Einwohner mehr. Wie ist das mit Holz hier? Wird hier Holz hingebracht? Bestimmt nicht, ne? Obwohl doch, die Insel ja schon, ne? Kann allerdings auch sein, dass wir das Schiff, was wir davon benutzen, dass wir das ausgestellt haben. Mehr als bereit. Warum segelst du nach da? Siegelt der denn da weg? Ach, das ist voll hier. Klar, oh, das ist ja voll blöd, ne? Weil wir hier nicht genug Lagerraum haben. Das ist ja voll blöd. Aber das brauchen wir ja alles. Was fehlt denn jetzt hier noch, um dieses Zeug herzustellen? Felle. Von wo kommen die? Von hier oder nicht? Kein Platz mehr frei. Neue Befehle. Da bloß, wir haben da kein Schiff.
dass die Sachen da hin und her bringt. Jo. Das ist kein Wunder, dass wir dann Minus haben, ne? Wenn da kein Schiff die Sachen hinbringt, dann fehlt denen das natürlich. Ich wundere mich hier schon. Das ist nämlich das Problem, wenn denen irgendwas fehlt, ne? Bringt natürlich dann total viel Minus. Sorry. Die kann ich leider noch nicht aufbauen. Ah, da haben wir jetzt ein bisschen Holz. Können wir hier unten die auch noch aufbauen. Hoffen wir, dass das bald wieder ins Plus rutscht. Kaffee bringt der. Da. Felle. Dann springen die jetzt bestimmt wieder an. Ne, weil die ja wieder dann alles haben. Ja. Super. Dann müssten die ja nachher wieder etwas glücklicher werden, wenn das wieder voll ist. Guck, die Insel, die bringt jetzt auch wieder viel, viel mehr. 10.000. Lag eindeutig daran, dass denen das gefehlt hat, ne? So. So. Ihr Hafen wird angegriffen. Oh nein. Ach, das sind die Piraten, ne? Warte mal. Ja, die ist wieder da. Die will da unten wieder aufbauen. Hier haben wir auch nicht genug. Wir machen aber hier Plus. Oh, ist das alles leer? Okay, wir haben nicht zu wenig Fisch. Ich glaube, das war doch unsere erste Insel, ne? Hier. So. Oh, nee. Keine Ziegelsteine. Wie sieht's mit Brot aus? Oh, Fleisch haben sie auch zu wenig. Von vorne anfangen? Na gut. Mich nervt das gerade. Wir haben hier kein Werkzeug und sowas, ne? In die Takelage. Wo ist denn hier eine? Okay, dann machen wir einfach eine neue. Von hier nach da. Und hier. Schiff unter Beschuss. Da. So. Geschafft. Sie ist auch wieder weg. Wenn ich es nicht haben kann, bekommt es niemand. Aber wir brauchen hier definitiv ein bisschen mehr zum Herstellen. Wir hatten ja hier zeitweilig hatten wir ja hier Hopfen irgendwie, ne, hingebracht. Von einer anderen Insel. Ich glaube von dieser hier. Ist da irgendwie noch ein Ach so, und das benutzen wir jetzt für die Insel. Ingenieure,
die respektiere ich. Die sind schlau und bauen tolle Maschinen. Ich wette, das ist voll, war das Lager. Obwohl, Quatsch. Ach so, jetzt weiß ich, warum ich das anders gemacht habe. Aber hier fehlen auch Sachen. Der Clou ist es, in die richtigen Leute zu. Bier haben wir hier nämlich genug. Vielleicht können wir das dann auch wieder anschalten. Wenn wir Hopfen. Genau hier. Mal gucken, ob der Hopfen da überhaupt reicht. Ich glaube es zwar nicht. Ich glaube, wir müssen dann bestimmt noch mehr hier. Mich nervt immer hier, nerven hier immer die ganzen Fenster. So, haben wir hier. Machen wir auf Plus, das ist super. Oh, 93, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so viel ist. Wollen wir vielleicht gar nicht mehr davon machen, ne? Bereit für den Einsatz. Müssten sehr glücklicher werden, ne, wenn sie Bier auch noch haben. Schiff unter Beschuss. Das Brot haben sie nicht. Fleisch ist auch zu wenig. Auf Ihren Befehl. Ach, da ist es. Oh, hier war auch kein Stein drauf. Was ist dann passiert? Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Oh, wie blöd. Wir können hier auch gar keine herstellen. Dann müssen wir das hier machen. Müssen wir hier nochmal so ein Teil bauen. Ich habe jetzt keine Lust, extra weiß von einer Insel irgendwo jetzt Steine zu holen. Machen wir das jetzt hier eben. Weil eigentlich hatte ich vor, das alles von Cap Trelawney rüberbringen zu lassen, aber da unsere Schiffe ja immer wieder angegriffen werden unterwegs. Und ich will da auch keine Kriegsschiffe für nutzen. Weil wir die ja brauchen, um einen Krieg zu führen. Deswegen ist es ein bisschen blöd. Okay, müssten sie aber gleich da haben, ne? Den Hopfen. Einsatzbereit. Ziegelsteine. Was ist das denn hier für eine Handelsroute? Bringt ja mal gar nichts, ne? Ditchwater. Achso, von Ditchwater hierhin. Ah, so. Ja, gut, dann kann das ruhig so bleiben. Ich denke mal, dass hier nämlich irgendwann auch der Stein aus. Ja, hier haben wir auch schon keinen mehr. Helfen Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen? Die Gleitschutzaufgabe. Wir haben hier theoretisch. Oh, ich weiß nicht, in welcher. Okay, dann machen wir das. Können wir nämlich diese beiden hier nutzen für. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Das war doch das Schiff, ne? Flotte geht auf Fahrt. Okay. Sie ehren meine Familie. So, dass sie ein Piratenschiff versinkt. Wir haben nicht genug Brot. Brauchen wir noch eine Bäckerei. Haben wir hier noch eine? Hier. Da fehlen uns natürlich Ziegelsteine für. Ja, das ist ja ein Schiff mit dem. Ach, das ist nicht das Schiff. Sondern ein anderes, das wir Gleitschutz geben sollen. Oh Gott, wo sind jetzt die beiden Schiffe? Beginnt der Leitschutz.
Muss ja sagen, ne, der Computer, der baut immer echt geil, also so wild durcheinander, aber irgendwie sieht das auch echt gut aus, ne? So. Es fehlt natürlich das Holz. Schiff unter Beschuss. Kann es denn sein, dass jetzt das Holz fehlt? Schiff unter Beschuss. Ja, wie immer. Jetzt fehlt uns natürlich hier blöde Holz. Ach, guck mal da. Ist gar nicht verbunden. Oh, jetzt haben wir wieder Holz da. Jetzt haben wir keine Ziegelsteine. Oh, was ist denn hin und her? Komm schon, ey. Jetzt. Ah, bin ich jetzt gespannt, ob das was gebracht hat. Die Menschen lassen sie hochleben. Ich glaube, davon mache ich auch noch eine hoch. So. Weizen. Dann machen wir das auf. Ich dachte schon, ich muss ins Armenhaus. Und dann mache ich hier noch so ein paar Häuser hin. Hm, haben wir natürlich jetzt keine Ziegelsteine wieder für. So. Man könnte das alles hier eigentlich hier hinten hinbauen, ne? Dann könnte man die Stadt hier vergrößern. Und dann könnte man hier auch noch Häuser hinmachen. Hä? Oh, jetzt. Noch 17 Minuten. Ich hoffe, das reicht auch. Boah, das ging aber jetzt schnell. Schiffe sind sehr stark, ne? Das ist viel zu schnell. Oh, von der Handelsroute. Das ist viel zu schnell. Flotte erwartet Befehle. Flotte beginnt Geleitschutz. Man wird nicht langsamer, ne? Wenn das Schiff gleich angegriffen wird, na, dann dauert das aber lange, bis meine kommen. Ich frage mich, wo das Schiff hin will. Da zum Hafen, hä? Das Kaiserhaus überbringt seinen Dank. Das war's schon? Wo? Das war aber einfach, oder? Neue Ziele? Mal wieder nach Hause. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Warum denn? Nochmal drüber schauen? Sind die irgendwie unglücklich, ne? Denen fehlt irgendwie was. Zu wenig Zufriedenheit.
wollen bestimmt Schnaps haben. Den habe ich ja auch hier noch gar nicht. Machen wir einfach mal so. Dann machen wir hier den Schnaps hin. So. Menschen lassen sie hochleben. Wir hätten häufiger zusammen Tee trinken sollen. Die Feierlichkeit. Ich vergesse immer, dass man bei Kartoffeln ja nicht so viele Felder braucht. Verringert. Irgendwas kaputt gegangen oder so, ne? Stand gespeichert. So. Bin gespannt, ob das reicht. Zum Glück sind sie gute Schwimmer. Die meisten sehen sich doch eh nur. Ob das jetzt so eine gute Idee war. So, und dann. Die Waren stapeln sich hier. Der Streik wurde beendet. Dann machen wir da auch noch mal einen hin. Streik ist beendet. Ja, bestimmt, weil sie jetzt Schnaps haben. Natürlich etwas viel jetzt, ne, was ich da aufgebaut habe hier, aber es reicht dann für die nächsten Häuser auch noch. So, ansonsten war es das jetzt in diesem Part erstmal wieder. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Im nächsten Part werden wir dann hier, glaube ich, fürs Fleisch und für das Brot sorgen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal in Anno 1800. Tschüss!